So, und damit willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. In der letzten Folge hatte ich den Posse Cobra gekauft hier. Und den mal ausprobiert. Jetzt habe ich den erstmal wieder verkauft, damit ich genug Geld habe, um mir so einen Posse Bison zu kaufen. Das hier war der Skorpion, glaube ich. So, hier. Bison. 82.500 plus Sozialpunkte. Schauen wir mal, wie siehst du denn von innen aus? Auch kein Lenkrad. Joysticks. Gucken, gucken, gucken. Kran bewegen, Tempomat, Lichter. Lichter. Okay. Ah ja. Das Nötigste hat er. Oh. Gott. So. Ladefläche sieht aber eigentlich nicht so riesig aus, oder? Täuscht das? Wie weit geht der Kranarm? Und auch nicht so. Der Bringer, würde ich sagen. Aber wir testen. Wir testen, wir testen. Fahren wir mal hier so hoch. Okay. Oh, hat er sich schon festgefahren? Nein. Komm. Tempomat. Einen anderen Gang gibt's nicht. So. Gut, dann fahren wir mal ran. Ach Gott, der nimmt wirklich nur einzelne Stämme. Hit! Moment. Kann doch nicht sein. Muss da ein Hänger dran? Das sieht falsch aus. Na gut. Probieren. Kann er nicht sein. Moment. Normalerweise bei so einem Ding würde ich mich jetzt als Fahrer umdrehen. In Cockpit-Ansicht. Kran bewegen. Kamera, Tempomat. Lichter. Kann doch nicht sein. Er muss doch irgendwie eine Teleskopfunktion haben, dass der größer wird. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich habe das Gefühl, diese Konstruktion ist noch nicht so ganz ausgereift.
Der hängt doch. Das kann nicht. Das kann nicht richtig sein. Stampf fallen lassen. Oh Gott. Da muss ich noch mal die Bilder vom Patch anschauen. Das kann doch nicht sein, dass der die Stämme so weit überhängen lässt. Da kriege ich doch beim meinem kleinen Hänger mehr drauf. Und das sieht auch stabiler aus. Aber hier, das ist doch nicht euer Ernst. Na? Gott, oh Gott, oh Gott. Packen wir dich halt oben drauf. Hältst du da? Nein. Das hätte mich auch gewundert. Das Ding sieht schmal aus, viel zu kurz. Gut, vielleicht kann ich super hoch bauen. Mein Arm geht zumindest sehr hoch. Na komm, greif zu. So. Oh Mann, oh Mann. Ah, so ein schlechtes Gefühl bei dem Ding. Okay, das war wieder zu weit außen. Ja, vielleicht. Scheiße. Okay. Machen wir erstmal hier weiter. Also, der Bison, ich weiß nicht. Ach komm. Greif zu. Ist doch. Das ist irgendwie falsch. Turmbau zu Babel. Oha. Ah, komm. Hältst du? Sehr schön. Achso, weil wir uns bewegen. So. Greif zu.
Das überzeugt mich nicht. Na komm. So. Hier stapeln weiter. Gut, wir kriegen schon viel drauf. Aber okay, ich glaube, die Fuhre reicht so. Nein, scheiße, schon wieder Baumsch. Dämme im Weg. Ab nach Hause die Stämme abgeben. Oh Gott. Entweder benutze ich den Bison komplett falsch. Ich würde erwarten, dass, wenn ich belade, der Fahrersitz als erstes umgedreht werden müsste. Und die Ladefläche ist halt viel zu klein. Und irgendwie viel zu hoch. Ja. Geile Wurst. Oh, fährt zumindest schön zackig, also kein Vergleich mit dem Traktor. Eieiei. So, bremsen. Gott. Jetzt füttern wir die Säge. Tralalalala. Füttern wir die Säge. Tralalala. Alles super. Knapp. Schwimmt. Schwimmt meine Stämme. So. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich das Ding irgendwie falsch bedient habe. Es gibt doch keine Gebrauchsanweisung für die Teile. Habe ich so ein Montagsmodell gekauft. Waren die Leute alle noch im Wochenende mit dem Kopf? Funktioniert alles nicht ganz so. Uiuiui, das war knapp. Perfekt. Da. Das Ding ist schmal, das Ding ist kurz. Das muss doch irgendwie größer gehen.
nachher nochmal. Steige ich mal aus. Vielleicht kann ich auf der anderen Seite einsteigen. Dass es dann andere Optionen gibt zur Bedienung. Wobei, dann könnten die ja die Kransteuerung auch weglassen. Wenn die da sagen, oh, Kransteuerung nur, wenn wir hinten beladen wollen. Ansonsten ist es halt ein größerer LKW oder so. Einfach nur ein Transporter. Wir haben schon echt viel Holz hier drin. Im Wasser. Wenn es da an der Säge wieder staut, dann wird es ruckeln. Gut, wir wenden erstmal. Oder wir fahren mal in diese Richtung. Kurz mal aussteigen. Einsteigen. Ponse Bison. Ich laufe einmal rum. Sitze ich wieder so rum drin. Okay, und wenn ich hier einsteige, sitze ich wieder so rum drin. Kran bewegen, Tempomat, Kameraposition, Lichter. Wie kann ich den Fahrersitz drehen? Da nicht, das ist Kransteuerung. Ja? R, passiert nichts. F, auch nicht. Was gibt's manchmal? V, auch nicht. Mist. Q, nein. Na gut. Weiß ich nicht weiter. Mal die letzten Stämme noch holen. Oder... Ja, doch. Erstmal die Stämme aufladen. Und dann muss ich, glaube mal Rinde wegfahren. Bin ich dummerweise mit meinem Traktor da hinten. Naja, das ist jetzt nicht so das Problem. Die Stämme da oben. Komm ich hier hinauf? Was? Acht Räder. Los. Los, los, los. Greift zu. So, habe ich jetzt noch irgendeine Option zum Drücken, dass der Hänger größer wird? Nein. Na dann. Scheiße. Gott, das kann nicht richtig sein. Und komm. Einfach drauf. Gott. Verdammt. Gut, wir beenden mal hier die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.